Du willst kostenlose Geräusche und Soundeffekte in deinen Videos einsetzen? Jo. Das ist eine ziemlich coole Idee, weil du mit Geräuschen und Soundeffekten deine Videos so richtig professionell aufpeppen kannst. Im vorherigen Video hatte ich dir ja die Möglichkeit gezeigt, bei YouTube Geräusche herunterzuladen. Falls du dort nicht das findest, was du suchst, zeige ich dir hier noch zwei weitere Webseiten, auf denen du kostenlose Geräusche und Soundeffekte herunterladen kannst. Die erste Webseite, die ich dir zeigen möchte, ist freesound.org. Hier findest du wirklich ganz, ganz viele kostenlose Geräusche und Soundeffekte, die du herunterladen und für dich benutzen kannst. Eine Kleinigkeit gibt es hier zu beachten, das betrifft bestimmte Lizenzen. Das erkläre ich dir gleich. Ich zeige dir erstmal, wie die Webseite funktioniert. Klick hier oben auf Sounds und schon bekommst du ganz viele Geräusche angeboten. Du kannst hier einfach so ein bisschen rumstöbern oder hier oben auch die Schlagworte durchsuchen unter Browse Tags. Hier sind viele Schlagworte schon mal zu sehen. Wenn Englisch für dich ein bisschen problematisch ist, dann nutze einfach wieder den Google-Übersetzer, den ich dir im vorherigen Video schon gezeigt habe. Und ansonsten ist Freesound wirklich kinderleicht zu benutzen. Wenn du schon genau weißt, wonach du suchst, dann kannst du natürlich hier oben auch über die Suchfunktion gehen. Was wir zum Beispiel in Erklärfilmen ganz oft brauchen, sind Schreibgeräusche. Ich gebe hier mal Write ein und suche nach Geräuschen, die zum Beispiel ein Bleistift auf Papier macht oder ein Marker an einem Whiteboard und kann hier so ein bisschen gucken. Das Schöne hier bei Freesound ist, dass man hier schon eine optische Vorschau bekommt von dem Geräusch. Man kann also schon mit ein bisschen Erfahrung abschätzen, was man da gleich zu hören bekommt. Ich nehme mal hier Writing Long Sketch. Ich glaube, das war ganz gut zu hören. Wenn ich hier solche nehme, da sehe ich schon, die sind ganz schön leise. Da werde ich wahrscheinlich nicht so ganz glücklich mit sein. Aber ausprobieren kann man es natürlich trotzdem. Also hier bei freesound.org kannst du wirklich sehr fündig werden, was Geräusche und Soundeffekte angeht. Eine Sache musst du beachten und das sind die Lizenzen. Bei jedem Geräusch ist hierhin ein kleines Lizenzsymbol abgebildet. Das ist ein Kreis mit einem Zeichen drin. Entweder steht da drin eine 0 oder so ein kleines Männlein. Das sind so die häufigsten. Der Kreis mit der 0 darin bedeutet, das ist die Creative Commons Lizenz CC0. Und das bedeutet, du darfst unter dieser Lizenz alles mit diesem Geräusch machen, was du möchtest. Du kannst das bei Wikipedia auch nochmal nachlesen. Da gibst du einfach Creative Commons ein. Und CCO heißt, es gibt praktisch kein Copyright. Du kannst das privat und kommerziell benutzen. Du kannst es verändern. Du kannst es in andere Produkte einbinden und so weiter. Kannst also damit machen, was du möchtest. Die andere Lizenz, die hier auch noch angeboten wird, ist dieser Kreis mit dem Männlein da drin. Und das bedeutet, dass du dieses Geräusch verwenden darfst, aber nur unter Namensnennung. Du musst also dann den Namen des Autors mit angeben, in der Beschreibung von deinem Video zum Beispiel. Ich persönlich würde hier in dem Fall mich einfach nur auf die Creative Commons 0 Lizenzen beschränken und das geht ganz einfach, indem du hier oben nochmal eine Lizenzvorauswahl treffen kannst. Dann hast du jetzt nur noch die Geräusche zur Verfügung, die wirklich frei und bedenkenlos verwendet werden können. Bedenkenlos immer mit der einen Einschränkung, die du im Hinterkopf behalten solltest. Hier bei freesound.org kann natürlich jeder irgendwelche Geräusche hochladen. Und da bleibt einem nichts weiter übrig, als darauf zu vertrauen, dass derjenige, der es hochlädt, auch wirklich der Urheber ist. Falls dir das zu heikel ist, dann zeige ich dir am Ende des Videos noch eine Möglichkeit, mit der du wirklich absolut sicher sein kannst, was das Urheberrecht betrifft. Aber erst zeige ich dir jetzt mal die zweite Seite, wo du kostenlose Geräusche und Soundeffekte herunterladen kannst. Und das ist die Seite packdv.com/sounds/index.html. Den Link setze ich dir unter das Video in die Beschreibung. Auch hier kannst du viele Soundeffekte herunterladen. Und in diesem Fall handelt es sich nicht um eine Webseite, wo einfach jeder etwas herhochladen kann, sondern PackTV produzierte diese Geräusche selber. Das steht hier oben im ersten Absatz. Sie haben also diese Geräusche, die hier angeboten werden, produziert für Filmemacher, Sounddesigner, Musikproduzenten, Filmstudenten und so weiter. Und haben sich letztendlich entschieden, eine ganze Reihe von Geräuschen der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen und zum freien Gebrauch freizugeben. Hier unten steht nochmal drunter, dass du diese Geräusche und Soundeffekte frei verwenden darfst in deinen Videos, Filmen, Audios, Multimedia-Produktionen und so weiter. Du darfst sie aber nicht weiterverkaufen und nicht weiter lizenzieren und auch nicht zum Download im Internet anbieten. Hier auf der linken Seite hast du eine Übersicht über die verschiedenen Kategorien.
Ich klicke mal auf Transportation. Da müssten jetzt wieder so Sachen wie Flugzeuge, Autos, Züge und so weiter auftauchen. Hier haben wir zum Beispiel gerade ganz oben Airplane Flyover. Hier kann man das vorhören. Okay, hier musst du einfach mal dich durchstöbern. Was ich persönlich hier vermisse, ist eine Suchfunktion, mit der ich jetzt bestimmte Geräusche suchen kann. Hier muss man also wirklich irgendwie stöbern. Und das finde ich dann doch schon etwas sehr mühsam. Auf der anderen Seite bekommt man hier qualitativ sehr hochwertige Geräusche. Wenn es dir zu kompliziert ist, die passenden Geräusche zu finden, wenn du rechtlich auf der sicheren Seite sein willst oder auch wenn du auf hohe Qualität Wert legst, dann empfehle ich dir diese Webseite. Hier bekommst du für wenig Geld 3000 qualitativ sehr, sehr gute Soundeffekte. Hier, ich klicke mal hier runter auf die Vorschau. Also wenn man diese Vorschau hört, da wird klar, dass wir hier eine wirklich hochwertige Qualität bekommen. Wenn du auf dieser Webseite mal stöbern möchtest, dann klick auf den Button hier im Video oder auf den Link in der Beschreibung. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann lass doch bitte noch ein Like oder ein Abo hier. Und wenn es dir nicht geholfen hat, dann schreib doch bitte einen Kommentar und erzähl mir warum.